seine politischen und wirtschaftlichen Abgründe. Denn seit dem Krieg mit Äthiopien berichten leider unsere Medien nicht mehr über ihr Land. Deshalb möchte ich heute für diejenigen, die auch dabei sind, die nicht aus ihrem Land kommen, einfach mal aufzählen, wie verheerend und berichtend es in ihrem Land zusteht. Seit 1991 herrscht ein Parteienstaat unter der Führung von Isaias Afwerki. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist aber bei ihm nicht, denke ich, so wichtig. Er ist ein Diktator, der mit seinem Sicherheitsdienst das gesamte Land terrorisiert. Die Angst vor dem Präsidenten, dem ihm unterstehenden Sicherheitsdienst und seine gesamten Funktionäre sind ihm hörig und führt dazu, dass durch politischen Selbstmord im Prinzip die gesamte Bevölkerung terrorisiert wird, und wer nicht mitspielt, wie die da drüben, der wird in Kraft gesetzt und wird unterdrückt. Eine schrittweise Demokratisierung, wie sie wünschenswert ist, findet eben nicht statt. Die bereits 1997 verabschiedete Verfassung ist nicht in Kraft gesetzt worden. Seit langem die Nationalversammlungswahlen ausgesetzt. Die wirtschaftliche Lage Eritreas ist katastrophal. Die sozioökonomische Situation der Bevölkerung verschlechtert sich jährlich. Der Konflikt mit Äthiopien ist weiterhin ungelöst und dient der Regierung zu dramatischen Militäraktionen und zu unerträglichen Militärverpflichtungen. Infolge ungünstiger klimatischer Bedingungen, die zu wiederkehrenden Dürren führen und der fortdauernden Rückständigkeit der bäuerlichen Infrastruktur, weil fast alles Geld in den Militärhaushalt fließt, führt dazu, dass die Menschen häufig auch Hungersnöten unterworfen sind. Und jetzt ist es wichtig, das hat nämlich mit den Naturen zu tun, für all diejenigen, die jetzt zuhören. Alle Vereine, alle Verbände, alle Frauenorganisationen stehen unter der Führung und der Regie dieser Diktatur. Es gibt keine freiheitliche Organisationen im Namen dieser. Jeglicher Versuch zu behaupten, man kommt hierher zur Aufklärung und zur friedlich-demokratischen Aufstellung in unserem Land, ist ein Versuch, die Demokratie dieses Landes zur Unterstützung für dieses Regime zu benutzen. Dazu wehren wir uns, und ich bin froh, dass Sie alle hierher gekommen sind, um dieser Veranstaltung zu zeigen, dass sie hier nicht hergehört. Und ich bedauere zutiefst, dass der Gemeinderat der Stadt Göppingen, die Stadtverwaltung, nicht dafür gesorgt hat, diesen Vermieter, der davon nicht detailliert informiert war, zu sagen, auf was er sich da einlässt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, es gibt keine freie Presse in Eritrea. Seit 2001 wurde in Eritrea jede Meinungsfreiheit regelrecht ausgewiesen, und wer nicht freiwillig aufhört, die Wahrheit zu sagen, kommt ins Gefängnis. Ich wiederhole, alle Gewerkschaften, alle Frauen, alle Jugendverbände sind ein Propaganda-Instrument dieses Diktators. Vor allem an die Jüngeren, die hier sind von Ihnen, muss ich sagen, es ist unerträglich mitzubekommen, dass dieses Regime, Sie haben 3,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger etwa in Ihrem Land. 350.000 Personen davon sind im Militär. Das bedeutet, dass dieses kleine Land tatsächlich die höchste Militärmacht ist im Prozentsatz zur Bevölkerung. Es gibt kein Land auf dieser Erde, das im Prozentsatz zu seiner Bevölkerung so viele Soldaten hat. Infolge andauernder Konflikte, die natürlich auch von dem Sicherheitsdienst und dem Staatsschutz dieses für mich nicht legitimen Staates betrieben werden, wird versucht, auch immer wieder die Opposition gegenseitig zu spalten. Wie man sieht, das gelingt nicht. Sie sind hier, wehren Sie sich gegen Ihren Diktator. Ja! Es werden Tausende von Menschen nach wie vor eingekerkert, gefoltert, gequält. Es herrscht in diesem Land die größte, mit einer der größten menschenverachtenden und gegen die Charta der UN verstoßende Regierung. Und das muss einfach klar gesagt werden. Und hier drin wird ein Verbrecherregime gefeiert. Was ich noch viel schlimmer finde und wirklich tragisch finde als Deutscher, der in diesem Land lebt. Menschen, die hier in unserem Land leben und zurück wollen nach Eritrea, kommen im Prinzip sofort ins Gefängnis. Denn jeder, wer Eritrea von ihrem Land verlässt,
und einen Asylantrag stellt und ausreist, gilt ja laut Ihrer Regierung bereits als Hochverräter. Das ist ein inakzeptabler, menschenverachtlicher Akt. Die Fluchtbewegung ins Ausland hat leider wieder zugenommen. Es sind vor allem junge Menschen, die sich der Einberufung zum Wehrdienst entziehen oder die bereits dem Militär angehören, welches das Land verlassen. Zunehmend kehren auch Offiziere der Armee, Angehörige des diplomatischen Dienstes und der staatlichen Verwaltung, Medienschaffende oder nur einfach freiliebende Menschen diesem Regime Gott sei Dank den Rücken. Tausende fliehen also immer wieder noch aus Eritrea. Not, Hunger und die allgegenwärtige Präsenz des Militärs bestimmen das Leben. Es ist gut zu sehen, dass heute verschiedene Gruppen der eritreischen Opposition hier gemeinsam demonstrieren für Demokratie und Gerechtigkeit in ihrem Land. Wir, ich bin heute hier, um dies zu unterstützen. Wir sind heute aber auch hier, um deutlich zu machen, dass jeglicher Versuch der eritreischen Staatssicherheit durch Scheinimage-Veranstaltungen, wie sie hier in Göppingen gegenüber heute stattfindet, durchschaut und politisch bekämpft wird. Menschenverachtende Politik hat in Göppingen keinen Platz, egal welcher politischer Couleur, aus welchem Kontinent, welcher Nationalität, welches Glaubens und welcher Hautfarbe. Wir müssen diejenigen unterstützen, die sich gegen Rekrutierung und Militär, die sich gegen ein verbrecherisches Regime und die sich für ein menschenwürdiges Leben in Eritrea, wo auch immer auf dieser Erde skrupellose Menschen geknechtet werden, einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich finde es schön, dass Sie heute hier sind. Danke schön. Okay, halt auf.